Begegnen wird und an zweiter Stelle kommt der demografische Wandel. Und dieses Thema ist heute hier beim Business Frühstück auf der Agenda. Ich freue mich, Sie nicht nur im Namen des Arbeitsmarktes, im Namen des ARZ Austria begrüßen zu können, sondern auch im Namen des Arbeitsmarktservice Wien. Übrigens, auch mit Hilfe vom Arbeitsmarktservice Wien konnten wir diesen tollen Film machen. Ich hoffe, er hat Ihnen so gut gefallen wie uns. Wir danken in dem Zusammenhang, sie ist jetzt nicht da, Sonja Ammann, sie ist die Filmemacherin und wir danken vor allem den Frauen, die auch heute hier sind, die bei diesem Film mitgemacht haben und uns viel Gescheites gesagt haben, aber auch ein bisschen locker ins Thema gegangen sind. Ich finde auch, also der Niki Lauda darf überall reden. Und warum nicht? Er steht mitten im Leben, wie Sie das gesagt haben. Ja. Zum Ablauf heute. Mein Name ist Manuela Vollmann. Ich bin heute sozusagen da, um diesen Vormittag bis 10:30 zu moderieren. Das ist heute mein Job, den ich gerne mache. Und in Bezug auf den Film möchte ich, wir beginnen mit dem Podium gleich jetzt. Wir sind schon soweit. Und ich bitte als Erste Frau Irene Begovic auf das Podium. Irene Begovic. Sie ist gelernte Reiseleiterin und Zahnarztassistentin und war während ihrer bisherigen Karriere in unterschiedlichen anspruchsvollen Jobs im In- und Ausland beschäftigt. Als Angehörige der sogenannten 50-Plus-Generation sieht sie sich seit ihrer letzten Anstellung mit großen Herausforderungen bedroht, Herausforderungen konfrontiert, Dankeschön. Und sie möchte wieder in den Arbeitsmarkt, in einen Job einsteigen. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie im Film dabei waren. Als zweiter Gast oder Gästin auf meinem Podium heiße ich herzlich willkommen, auch als Gastgeberin eigentlich, Frau Magister Petra Traxl. Schön, dass du da bist. Kennen alle Petra Traxl, sie ist Landesgeschäftsführerin vom Arbeitsmarktservice Wien seit 2012. Sie studierte Psychologie, das wissen Sie vielleicht ein bisschen nicht, an der Karl-Franzens-Universität in Graz und seit mehr als 2 Jahrzehnten ist sie ausgewiesene Expertin in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Zuvor war sie auch Abteilungsleiterin des Europäischen Sozialfonds im Sozialministerium. Die Gleichstellung von Frauen und Männern, ich glaube, ich darf das so sagen, sowie die Integration von Jugendlichen ist Petra Traxl ein besonderes Anliegen. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Als weiteren Gast begrüße ich Claudia Kernstock. Claudia Kernstock ist seit 2010 Personalleiterin beim Institute of Science and Technology Austria. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und spezialisiert auf Personalmarketing, Beratung, Moderation und Change-Prozesse. Zuvor war sie Human Resource Business Professional and Talent Development Manager bei der Central Europe of Alcatel AG. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Als weiteren Gast begrüße ich Walter Ostowitsch. Walter Ostowitsch ist Politikberater und Partner von Kova & Partners. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Politikjournalist. Er war Redakteur bei der Wirtschaftswoche und auch bei den österreichischen Zeitungen Kurier, Format und Wochenpresse. Danke, dass Sie da sind. Und last but not least darf ich meine Kollegin in der Geschäftsführung aufs Podium bitten, Daniela Schallert. Nicht nur Geschäftsführerin im ABZ Austria, sondern teilt auch mit mir, ist auch im Vorstand des ABZ Austria. Sie ist Politikpublizistin und Kommunikationswissenschaftlerin sowie Erwachsenentrainerin. Ihre inhaltlichen Expertise umfasst Gender, Mainstreaming und Diversity Management. Sie ist eine ausgewiesene Qualitätsentwicklerin und Wissensmanagement ist ihr Steckenpferd. Danke, dass du da bist, Daniela, auch um mit mir heute zu diskutieren. Ja, vielleicht etwas zum Film. Warum haben wir diesen Film gemacht? Wir haben ihn vor allem deswegen gemacht, weil es ja immer wieder und in Bezug auf die Arbeitslosenzahlen vor allem das Thema ist, dass 50 plus Personen, Frauen, so sind, wie sie sein sollen, nämlich nicht lernwillig, krank. Es gibt Bilder von Frauen, die immer wieder bemüht werden und auch von Männern, die einfach so nicht stimmen. Nicht ausschließlich. Selbstverständlich zeigt die Statistik, dass viele Menschen, wenn sie arbeitslos sind, es nicht einfach haben und dass sich das auch zum Beispiel auf die Psyche auswirkt. Natürlich gibt es die, aber es gibt ja auch die anderen. Und wir wollen ein bisschen einen Gegenpol setzen mit diesem Film zu den Bildern in unserem Kopf, wie es Petra Tatzler auch im Film gesagt hat, zu den Vorurteilen, die wir auch in unseren Köpfen haben. Und wir wollten das nicht anstelle der Frauen tun, wir wollten ihnen selbst ihre Stimme geben und sie sozusagen, wie das immer so schön heißt, vor den Vorhang holen. Weil wer soll es nicht besser sagen können als sie selbst? Das war uns ganz wichtig, dass sie das Wort ergreifen und sich ins richtige Licht stellen. Die Inhalte des Films werden wir heute auch in die Diskussion einfließen lassen. Ich bitte auch Sie, darauf Bezug zu nehmen, wann immer es Ihnen möglich ist. Ja, ich möchte an dieser Stelle mich noch bedanken, dass auch Roland Sauer da ist. Roland Sauer ist sozusagen für mich deswegen auch erwähnenswert, neben Petra Traxl, weil es dem ABZ Austria seit über 20 Jahren ein großes Anliegen ist, die Welten zusammenzubringen, nämlich die Welten der Politik, der öffentlichen Hand und der Wirtschaftsunternehmen. Und heute sind auch ganz viele private Unternehmen da, denen ich auch sehr herzlich danke, dass sie kommen. Und gerade bei diesem Thema, ich finde, das ist genau das Thema. Wir haben mit Generationenmanagement ein hochbrisantes Wirtschaftsthema, aber genauso ein hochbrisantes gesellschaftliches und politisches Thema. Deswegen eignet sich's gut und vielen Dank, dass du da bist und dass wir sozusagen heute diese Welten auch gut beleuchten können. Gut, wir starten. Ich möchte gerne mit dir, Petra, beginnen. Wir haben in Wien und auch in Österreich, aber vor allem in Wien jetzt mal 25,1% mehr arbeitslose Personen, 50 plus im Vergleich zum Vorjahr im Mai. Das Arbeitsmarktservice Österreich, auch das Ministerium, aber vor allem auch das Arbeitsmarktservice Wien, steht ja heute auch im Mittelpunkt,
hat sich sicher einiges und schon einiges dazu überlegt, was getan werden kann, was ihr tun könnt. Ich möchte dich jetzt bitten, ein bisschen zu schildern, was macht ihr für die arbeitslosen Menschen oder wie hängt das auch mit Unternehmensarbeit eurerseits zusammen? Einen schönen Vormittag von meiner Seite. Was tun wir? Wir tun vielleicht viel, damit die Unternehmen auch in Zukunft mehr an Generationenmanagement machen können. Das heißt, dass die Anzahl der Beschäftigten, die älter als 50 plus sind, in den Unternehmen noch mehr steigt. Also man muss sagen, neben der großen Anzahl natürlich an, du hast es genannt, an arbeitslosen Personen, die 50 plus sind, das sind in Wien nicht ganz 30.000 Personen, davon nicht ganz 20.000 Männer, 10.000 Frauen. Das heißt, neben dieser Anzahl an Personen, die arbeitslos sind, steigt natürlich auch, aber das hat auch sehr stark einen demografischen Effekt natürlich, steigt die Anzahl der Menschen, die in Beschäftigung sind. Das hat damit zu tun, dass die Damen, die in Film waren, einschließlich mir selber, wir gehören zur Babyboomer-Generation. Und das heißt, die Kurve, wenn man sich die schönen demografischen Kurven anschaut, dann sehen wir, dass die ja natürlich steigen und damit mehr Personen, die älter sind, in Beschäftigung sind, aber auch mehr Personen damit von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Was versuchen wir zu tun? Wir versuchen auf der einen Seite für betroffene Frauen und Männer ein, glaube ich, sehr gut abgestimmtes Angebot inzwischen zu haben. Wir haben vor 2 Jahren uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was ist das Richtige, was können wir tun und sind auch noch dabei, das weiterzuentwickeln. Haben sozusagen jetzt von der guten Nutzung von Fit to Work, wo sozusagen ja beginnt mit der Frage langer Krankenstände, sozusagen gibt es auch schon in Zeiten der Beschäftigung psychische Probleme, denn man muss ja sagen, wenn es zu krankheitlichen Problemen kommt, beginnen die ja nicht nur in der Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosigkeit verstärkt das. Ja, meistens beginnt es ja doch schon 4, 5 Jahre früher, zeigen uns alle Zahlen. Und wenn wir, so, sage ich mal, Nutzung im Fit-to-Work-Angebot bis hin dann zu unserer Early Intervention BPE, das heißt, wo sofort ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit Beratungsangebote, Kompetenzabklärung stattfinden kann, dem Zentrum für Erfahrung und Kompetenz, bis hin dann zu den Beschäftigungsprojekten, die wir für diese Personengruppe anbieten. Und dann natürlich in Kooperation mit Unternehmern, muss man sagen, gibt es ja auch ein breit gefächertes Angebot von der Einstiegssache 50 plus, wo auch danach dieser Film ja entstanden ist, zu sagen, zeigen wir mal, welche anderen Bilder wir mit uns und unserer Generation selber verbinden möchten. Bis hin, sage ich, Altersteilzeit, Sie müssen sehen, bis hin zur Qualifizierung in Unternehmen, wo wir Unternehmer gewinnen wollen, dass sie, sage ich, Personen, die älter sind und qualifiziert sind, auch entsprechend mit uns qualifizieren. Also insofern ist es ein, glaube ich, sehr breites Angebot, wo wir oft das Gefühl haben, und auch an dem arbeiten wir sehr intensiv, bringen wir allen Menschen rüber, wie breit das Angebot ist und wie vielfältig es ist, sodass Sie, die in dem Feld arbeiten und Sie, die in dem Feld als Unternehmer tätig sind, Unternehmerinnen, HR-Verantwortliche, auch das ganze Angebot überhaupt kennen. Die Kampagne, die ihr gemacht habt oder die ihr gerade macht, 50 plus, ist das auch ein Instrument? Wozu habt ihr diese Kampagne gemacht? Warum? Wir haben sie deshalb gemacht, weil wir gesagt haben, es braucht in Wien, damit Unternehmen unser Angebot in dem Bereich kennenlernen, einfach ganz gezielte Werbeaktionen. Wir schaffen es nicht. Ich sage immer, ich bin Steirerin und ich sage immer, naja, wir schaffen es halt nicht, wie in Gröbing und in Irdning und in Hartberg zu den Unternehmern hinzugehen, sie dann am Vormittag zu besuchen, am Nachmittag oder am Abend im Gasthaus zu sehen und zu sagen, ah, ist es angekommen? Wisst ihr das eh, was wir jetzt Tolles haben? Das heißt, das werden wir nicht schaffen. Insofern müssen wir viel stärker noch auf professionelles Kommunikationsmanagement setzen. Wir haben mit der Wirtschaftskammer gemeinsam 30.000 Betriebe angeschrieben und wir haben eben diese Werbekampagne gestartet, haben das übernommen von Niederösterreich, muss man noch dazu sagen, gestartet mit dem, haben auch gesagt, sie brauchen etwas mehr, damit sie Menschen und Unternehmen das mitgeben können. Und das haben wir dann übernommen und sehr professionalisiert noch einmal und breit geworden. Die junge Generation ist auch schon bereit. Genau, die begleitet uns schon. In den schauen die Kinder in Wien. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Wo ist das mit den Kleinen? Ja, genau. Die bringen einen gleich durcheinander. Ich fängt man dann schon noch ein, kommen wir zurück. Frau Kernstück, ich komme gleich zu Ihnen.
Sie haben sehr, sehr viel Erfahrung, jahrelange Erfahrung im Rekruten für unterschiedliche Funktionen in unterschiedlichen Unternehmen. Und Sie sind ja jetzt das Human Resource in dem Institut im IST zuständig, wo Sie uns gesagt haben, dass Sie dort ganz zwei Drittel junge, sogenannte junge Leute haben. Mich würde jetzt interessiert, nachdem Sie so auf eine gewisse Geschichte zurückschauen können, sein, wie hat sich denn das verändert im Recruiting-Prozess und sind diese Jungen alle anders und wollen sie alles anders, so wie es manche Studien sagen? Ja, also ich möchte mich auch mal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Auch ich gehöre schon der Generation 50 plus an, habe dadurch auch natürlich ein persönliches Bedürfnis, hier auch was zu sagen. Ich bin seit den 90er Jahren eigentlich im Recruiting tätig und habe entdeckt, dass so in, sag ich mal, Zeitsprüngen von 10 Jahren wirklich so ein Umdenken stattgefunden hat, bei der Befragung, bei den Interviews, vor allem der jungen Leute. Und man kann sagen, wenn wir reden immer von Generation Z und Generation Y und ich habe mir das natürlich alles angeschaut und das hat schon was für sich. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass wir alle Individuen sind, ja, und das kann natürlich nur ein ganz allgemeiner, eine ganz allgemeine Aussage im Grundsatz sein, aber letztendlich sind wir alle einzigartig, ja, und ich glaube, es gibt durchaus auch junge Leute, die man dann nicht einfach in dieses Kästchen schieben kann, genauso wie wir das wahrscheinlich nicht wollen. Die Generation 50 plus, wie man gesehen hat, wir haben da die Damen im Video, die also durchaus dynamisch und jung, und also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied zu den Jungen. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt. Ich würde einmal sagen, die jungen Leute wollen heute ein sinnstiftendes Arbeiten. Ja? Die wollen Beruf und Familie verbinden können. Ja? Die sind mit einer Informationsflut an Wissen konfrontiert, ja? Von klein auf. Das heißt, die werden sehr stark ausgebaut. Viel mehr als unsere Generation, die noch kein Internet gehabt hat, keine Handys gehabt hat. Ja? Wir haben auch alle viel gearbeitet, aber es war eine andere Qualität des Arbeitens. Ja? Mit doch mehr Zeit. Wir hatten einfach mehr Zeit für gewisse Dinge. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Jungen sehr schnell erkennen, dass sie auch eine Balance brauchen. Ja? Jetzt kann man das Work-Life-Balance nennen, wie immer, aber sie erkennen das schon sehr früh und haben uns als Babyboomers ja eigentlich zu Hause als Eltern, sage ich teilweise, und sehen, was denn mit uns passiert ist. Ja? Also wie wir jung waren, ich sage es ganz offen, da war Karriere und Geld und wirklich, wir haben sehr viel auf Familie verzichtet, ja? Weil das einfach unsere Generation war. Ja? Und die Jungen sehen heute, wo wir dahin gesteuert sind in Wirklichkeit. Und ich glaube, mit vielen Dingen sind wir uns schon ein bisschen voraus. Ja? Wobei man sagen muss, auch wir haben den Grundstein gelegt. Ja? Ohne uns, ohne unsere Entwicklung, wären die Jungen ja jetzt auch nicht dort, wo sie sind. Und wie ich mit der Frau Enkel gestern telefoniert habe, war das total schön. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, was kommt denn heute für Fragen auf uns zu? Die habe ich dann erzählt, so meine Wahrnehmung der Jungen. Und dann habe ich gesagt, während wir so reden, wird mir eigentlich bewusst, dass die Bedürfnisse der Generation 50 plus, also meiner Generation, jetzt wo wir älter sind, ja, im Grunde die gleichen sind wie die Jüngeren. Ja. Das heißt, es beginnt sich ein Bogen zu spannen, ja, in den Bedürfnissen. Wir haben zwar eine andere Motivation und eine andere Gründe im Hintergrund. Wir müssen die Arbeitsfähigkeit erhalten, irgendwie unsere Gesundheit erhalten, müssen fit und aktiv bleiben. Ja. Aber das Ziel nämlich, flexible Arbeitszeiten, ja, mehr Auszeit, mehr Zeit, sozusagen sich zu erholen dazwischen. Die Zielrichtung ist genau die gleiche und ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht. Ja. Das ist eine Riesenchance, ja, für Unternehmen, fürs AMS, ja, für wie immer das zu erkennen und zu sagen, wir steuern eigentlich jetzt alle in die gleiche Richtung, wir müssen das tun. Ja. Und der Generationen wird sich, wenn die Unternehmen offen sind, sozusagen ältere Leute einzustellen, automatisch dann ergeben. Und ich sage auch, das wird funktionieren, ja, weil die Zielrichtung im Grunde die gleiche ist. Ja. Also das war mir ganz, ganz wichtig, das war so mein Key-Finding jetzt, weil ich mit der Frau Engel telefoniert habe, auch einmal Zeit gehabt habe, meine Erfahrungen zu reflektieren. Wir werden ja 2020, so sagt die Statistik von der Gesamtbevölkerung Österreichs, 1,7 Millionen Personen über 65 Jahren haben. Das heißt, da wird sich vielleicht auch ISD noch einmal entwickeln oder verändern, weil sie ja zwei Drittel Jüngere haben. Was ist da so aus Ihrer Perspektive in Ihrem Unternehmen jetzt einmal so ein ganz der Hebel schlichthin oder ein Hebel, den Sie sehen, wie dieses Generationenmanagement besonders zusammengeht? Also ich muss dazu sagen, dass wir
natürlich die Jungen sind hauptsächlich bei uns im Wissenschaftsbereich. Ja, wir haben 2/3 Jungwissenschaftler, die einen PhD bei uns machen, also ein Doktorat, dann Postdocs werden. Und die sind also sozusagen diese Generation Y, ja, also die, ja, die sozusagen die junge Generation, aber im Administrationsbereich, bei uns, wo circa ein Drittel ist, haben wir durchaus einige Leute mit 50 plus, also mich eingeschlossen. Und wir haben ein Riesenglück, wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts, bei uns spielt Alter bitte keine Rolle beim Recruiting. Ja. Ich weiß deswegen den Unterschied, weil ich war 10 Jahre beim internationalen Telekom-Konzern im HR und da war das durchaus schwieriger, ja, nämlich auch Führungskräfte und Management davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, sozusagen ältere Leute aufzunehmen. Ja. Wir haben uns bemüht, aber hier, jetzt haben wir erst viel mehr Möglichkeiten. Wir haben auch eine Kooperation mit dem ABZ, wir nehmen laufend Leute vom ABZ auf, junge Damen, ältere Damen, was immer. Und wie gesagt, das Generationenmanagement wird eigentlich bei uns gelebt. Ja. Es ist gelebtes Generationenmanagement. Und ich möchte auch noch was dazu sagen, das ist eben die Vielfalt, ist das, was es ausmacht. Ja. Dieser Mix, was hier auch schon im Video gesagt worden ist, ich glaube, je mehr wir an Diversität haben, an Alter, an Gender, ja, desto mehr schaffen wir es, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, auch als Organisation, als auch Unternehmen. Viel vergleichen hilft uns gar nicht. Ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich schaue auch in meiner Abteilung, in der HR-Abteilung drauf, dass ich ganz verschiedene Persönlichkeitstypen habe, von Alter und so weiter. Das ist nicht immer lustig, ja, und das ist nicht immer einfach, ja, weil ich natürlich dann auch ein Feedback kriege oder mich mit Menschen auseinandersetzen muss, die einfach nicht so sind wie ich. Aber dem Institut tut es gut, ja, und ich glaube, als HR sind wir auch gefordert, diese Sichtweise einzunehmen, ja, nicht nur zu schauen beim Recruiting, wer ist mir ähnlich, ja, das bringt nämlich überhaupt nichts, ja. Das ist zwar angenehm im täglichen Leben, aber dem Institut hilft es nicht weiter und wir können die Herausforderungen der Zukunft so einfach auch besser bewältigen. Danke mal für die erste Runde. Herr Ostovic, ist es so, dass die Fakten des demografischen Wandels ja im Prinzip auf dem Tisch liegen? Es wird auch weniger, ich habe schon gesagt, viele Ältere, es wird auch weniger Jüngere geben. Es gibt viele Leute, die mittlerweile sagen, mir gefällt das ganz gut, möchte das zitieren, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Dennoch haben Sie die Arena-Studie gemacht. Und sind somit davon ausgegangen, wir haben vielleicht doch noch ein Erkenntnisproblem. Und jetzt frage ich Sie, was war denn so die Ergebnisse und wie wirkt sich denn das auf die Arbeitswelt und vor allem auf die Rollenbilder und die Bilder von Alter auswirken? Ja, also diese Arena-Studie, vielleicht sage ich es zur Erklärung dazu, das ist beruht auf einer Expertenbefragung. Wir haben nur 80 Expertinnen und Experten befragt, einfach eine sehr offene Fragestellung, was wird sich Ihrer Meinung nach im Verhältnis der Generationen zueinander in den nächsten 10 Jahren ändern? Und die Antworten, da kamen zum Teil seitenweise Zuschriften, haben wir dann analysiert und nach einzelnen Themen geclustert und versucht, bestimmte Themengruppen herauszufinden. Eine wichtige Erkenntnis, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, auch wenn es heute schon gesagt worden ist, besteht darin, dass der demografische Wandel nicht dazu führt, dass wir älter werden, sondern dass wir jünger werden. Jünger bleiben. Dass wir 50-jährige Jungs sind, ist eh trivial, aber schauen Sie sich einen 60-Jährigen an. Ich habe eine Kollegin, die 70 wird Wasserskifahren fahren, schreibt regelmäßig Artikel. Sie will nicht, dass man ein Talent, dass sie schon 70 ist. nur der einzige Ort, wo diese Erkenntnis, dass wir jünger bleiben, noch nicht angekommen ist, ist der Arbeitsmarkt. Dort ist es nach wie vor so, dass man ab 50 als alt gilt. Und das führt zu einem zweifachen Problem, weil die Altersgruppe zwischen 60 und 65, bei den Frauen eigentlich schon 55 bis 60, die sind in einer Doppelmühle. Weil entweder sie gehen in Pension, dann belasten sie das Pensionssystem, oder sie gehen nicht in Pension, dann sagt man, sie blockieren den Arbeitsmarkt. Das ist aber nur quantitativ so. Ist es einfach in der betrieblichen Realität, trifft es fast nie zu, dass ein Arbeitsplatz, wo ein älterer in Pension geht, 1:1 durch einen jüngeren ersetzt wird. Da kommt jetzt nämlich zwei weitere Entwicklungen hinzu, dass Teile der österreichischen Wirtschaft immer noch in einem Prozess begriffen sind, wo sie Arbeitskräfte abbauen. Das ist in der Industrie jetzt langfristig der Fall gewesen, da glaube ich, ist der Prozess jetzt ein wenig zum Ende gekommen, aber auch in vielen Dienstleistungsbranchen, die Banken zum Beispiel. Das heißt, dort werden die Pensionierungen dazu benutzt, um allmählich den Personalstand zurückzufahren. Das hat wieder, glaube ich, drei Gründe, warum das der Fall ist. Das eine ist halt die Struktur unserer Kollektivverträge, die Struktur unserer Gehaltsschemata. Alte Mitarbeiter sind teurer als junge. Das heißt, es gibt da
rein für die Menschen, die für die Controller und für die Bilanzen machen, die ist ein starker Anreiz gegeben, ältere Menschen nicht zu ersetzen, sondern bei den älteren Arbeitnehmern einzuspannen und auch ältere nicht einzustellen, wenn man das Gefühl hat, die kosten mehr. Das zweite ist aber natürlich dieses kulturelle Problem. Man hat immer das Gefühl, junge Leute sind kreativer und wir müssen ja an die Zukunft denken und wir müssen ja in die Digitalisierung und in alle diese neuen Technologien einsteigen und das können wir aber nicht. Das ist aber einfach eine falsche Sicht. Ich glaube, das ist heute im Film auch sehr gut herausgekommen. Das ist auch der Punkt, wo man am ersten ansetzen kann, dass man das Umdenken eh schon begonnen hat. Ja. Gut. Zum Thema Bilder auch, Bilder und Alter, was haben Sie da in Ihrer Studie auch diesbezüglich in Ihren Gesprächen oder Interviews auch rausgehört, welche Bilder in unseren Köpfen da vorherrschen oder in den Köpfen der Expertinnen? Also ich fand es ja lustig, dass der Niki Lauda heute genannt wurde, der ist das schlechteste Beispiel. Ich finde, der wirkt alt, sowohl körperlich als auch körperlich, der ist Anfang 60. Aber was man merkt, ist, dass die Erwartung von Menschen so ungefähr ab 40, dass sie selber ungefähr bis 70 arbeiten werden und das auch wollen, das ist schon eine Veränderung. Also, die Politik geht, glaube ich, immer noch von diesem Bild aus, das ich von meinem Großvater kannte, also ich kann mich ungefähr die Zeit erinnern, dass mein Großvater 58 war, da beginnt meine aktive Erinnerung. Und der hat immer schon davon geredet, wann er in die Renten geht. Der hat mit 60 in Pension gegangen und in meiner Erinnerung, und da war ich ein Kind, ist ein alter Mann. Ich glaube, das ist zumindest bei den Menschen unter 50, kenne ich zumindest niemanden, der wirklich schon die Jahre zählt, bis er mit 60 in Pension gegangen ist. Ich glaube, die Menschen wollen heute länger arbeiten. Das hat sich sicher verändert. Dankeschön. Ich wollte nur intervenieren bei dem Punkt der Kollektivverträge. Ich meine, der Roland Sauer ist da, der kann das vielleicht besser sagen. Ihr habt hier eine Studie gemacht zu dieser Frage im Sozialministerium. Was ist rausgekommen zur Frage Kollektivverträge? Wo gibt es wirklich den Zusammenhang mit dem Alter und wo nicht? Weil ich glaube, du was. Ja, magst du was sagen? Ja, finde ich. Weil das finde ich so ein spannendes Thema immer, weil auch da, glaube ich, wir diskutieren vielfach über Bilder zu diesem Zusammenhang. Und der ist ja ganz entspannend, darum habt ihr euch das angeschaut. Ja, ganz kurz sozusagen. Das ist ein weit verbreiteter Topos, die Elternleute kosten mehr. Wenn man sich anschaut, die Zahlen, die meisten Elternarbeitslosen sind Arbeiterinnen, die keinen Euro mehr kriegen als die 20-Jährigen. Und die Studie ist noch nicht ganz im Abschluss, aber sie zeigt dort, wo es ein Senioritätsprinzip gibt, gibt es weniger Altersarbeitslosigkeit. Ja, also das hängt auch damit zusammen, dass es dort gute Kündigungsschutzregelungen gibt im Bankenversicherungsbereich, führt zu anderen Effekten möglicherweise. Aber so eins zu eins, und wie es immer ganz leicht gesagt wird, ist es nicht. Darum schauen wir uns das an, da in die Tiefe zu gehen, wie schaut es wirklich aus, wie es halt bei den Arbeitern, die größte Zahl der Elternarbeitslosen sind, gibt es diesen Effekt gar nicht. Die kriegen Überlegungsgelder nach 10, 20 Jahren, wenn sie es kriegen. Aber die Frage ist auch, was sind die Wiedereinstiegschancen? Das ist die Frage für den Betrieb, also jetzt von der Ökonomie, was kriege ich von denen, was ist die Produktivität? Und das ist die entscheidende Frage. Und das wird immer ein bisschen vorgeschoben, sage ich, sozusagen das Argument der Seniorität und der hohen Kosten. Die Studie ist noch nicht fertig, wir schauen uns auch an, was bedeutet das für die Wiedereinstiegschancen, weil für die ist es schlechter für die Wiedereinstiegschancen, weil es immer gerne als Argument genommen wird. Aber man muss da schon ein bisschen die Relationen verschieben, weil es gern gesagt wird, schnell, aber ganz so ist es nicht zum Glück. Ich finde das sehr interessant, weil in der Arena wurde ein Beispiel genannt, das ich jetzt nur zitieren kann, weil ich das nicht inhaltlich überprüfen kann, dass in Skandinavien ist die Beschäftigungsquote bei den über 60-Jährigen deutlich größer als bei uns und gleichzeitig ist in die Ausgaben, die skandinavische Unternehmen für die Fortbildung, für die Qualifizierung von über 50-Jährigen tätigen, ist auch deutlich höher als bei uns. Das heißt, offensichtlich kann man einfach was tun, ganz praktisch. Oder wird man was tun müssen? Weil wenn 1,7 Millionen Menschen in Österreich über 50 sind 2020, dann wird es egal sein, wie der Kollektivvertrag ist. Da muss ich schauen, dass ich meine Jobs befülle. Also ich, ja, das muss ich ausstellen. Ich bin ja Moderatorin. Gut, danke.
Okay, jedenfalls danke Roland Sauer auch. Daniela, Jubiläum, 2 Jahre FPZ, meine Kolleginnen sitzen übrigens auch hier. Ihr feiert und wir feiern heute Geburtstag gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice 2 Jahre. Liebe Daniela, sag uns ein bisschen, was ist denn das FPZ und was tun wir dort auch in Richtung Unternehmen, weil ja heute auch viele Unternehmensvertreterinnen und Vertreter da sind. Und vielleicht auch ein bisschen zu dem, was brauchen die Frauen im FPZ? Ja, sehr gerne. Das Frauenbürozentrum Wien entstand vor 2 Jahren im Auftrag vom Arbeitsmarktservice Wien mit dem Ziel, eine zentrale Anlaufstelle für Frauen in Wien zu schaffen. Arbeitslose, arbeitssuchende Frauen aller Altersstufen, jung bis alt, die ein Qualifizierungsinteresse haben, die einen Wiedereinstieg planen. Speziell angesprochen sind auch junge, unqualifizierte Frauen, speziell auch Migrantinnen, die sich auch größere Frauen geben. Nun, was tun wir mit diesen Frauen? Der erste Schritt ist meistens, eine Art Standortbestimmung wieder zu machen, wo steht die Person, welche Themen und Herausforderungen gibt es, was könnten die richtigen nächsten Schritte sein. Damit startet es meistens, weil wir uns auch als Drehscheibe sehen, als Drehscheibe für die weiteren möglichen Wege, die für diese Person, für diese Frau die richtigen sind. Das können Schritte bei uns intern sein, wir bieten umfassende Beratungen, aber auch Workshops oder auch Qualifizierungs- und Bildungsangebote, die das Arbeitsmarktservice oder der freie Markt sonst bieten. Wir entwickeln mit den Frauen Laufbahnperspektiven, da geht es auch um Themen wie Arbeitszeiten oder Einkommen. Wir klären Fragen der Vereinbarkeit, Kinderbetreuung, immer noch ein wichtiges Thema. Grundsätzlich geht es darum, die Arbeitsplatzchancen von den Frauen zu verbessern. Ja, und mittlerweile in den ersten 2 Jahren haben wir mit 3600 Frauen gearbeitet. Das freut uns sehr. Das sind im Schnitt so 1800 Frauen pro Jahr. Und das freut uns auch, dass die Nachfrage jetzt wirklich kontinuierlich gestiegen ist. Zu den Unternehmen. Die Kooperation mit den Unternehmen ist, ich würde sagen, wie alle, was ABZ Austria tut, ein großes Anliegen und ich glaube auch ein ganz wichtiger Hebel. Im Frauenberufszentrum machen wir das so, dass wir Schnupperpraktika, Schnuppertage für die Frauen anbieten in Unternehmen, Exkursionen machen, Arbeitstrainings, um den Frauen vor allem auch durch die Exkursionen auch eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen und Perspektiven aufzumachen. Es ist immer irrsinnig wertvoll, wenn die Frauen einen Einblick in die Praxis kriegen, neue Berufsbilder kennenlernen, einfach mal relativ unverbindlich und schauen können, wie rentet das, wie tickt ein Unternehmen X und Y und was gibt es da für Möglichkeiten, die eventuell für mich auch spannend sein könnten. Und natürlich geht es immer auch um die Jobaufnahme, die dann hoffentlich folgt. Unsere Aufgabe in dem ist, im Frauenberufszentrum sowas wie eine Übersetzerin, eine Vermittlerinnenrolle, auch als Brückenbauerinnen bezeichnen sich die Kolleginnen, das tun sehr gerne. Weil es einfach darum geht, irgendwie die Bedarfe, Anliegen, Bedenken der Frauen mit den Anforderungen der Betriebe zusammenzubringen. Und oft geht es da wirklich darum, Vorteile mit abzubauen und von beiden Seiten einfach einfach einen neuen Blick zu kriegen. Das geht wirklich in beide Richtungen. Die Fördermöglichkeiten, die Peter Platzer schon eingangs aufgelistet hat, sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Die informieren wir, darüber informieren wir die Betriebe natürlich immer mündlich, schriftlich und zu schauen. Und das ist einfach auch eine Chance, einer Frau 50 plus wirklich auch den Wiedereinstieg in einen Betrieb zu erleichtern. Und weil es zum heutigen Thema passt, möchte ich vielleicht noch ganz kurz allgemein zu unserer Unternehmensarbeit was sagen. Wir gehen eigentlich immer der Frage nach, welche Modelle geschaffen werden könnten, sollten, um Arbeit gendergerecht, generationengerecht, gleichstellungsorientiert zu gestalten. Das versuchen wir intern ganz stark umzusetzen, zu experimentieren, zu entwickeln. Und das versuchen wir auch in unseren Beratungen und Unternehmen weiterzugeben, die sich dafür interessieren. Wir haben zum Beispiel jetzt mit 6 bis 22 Jahren Zeit. Auch da jetzt einfach Modelle brauchen, die möglich sind, die Arme und diese Lebensphase.
Qualitätsmanagement, wenn wir das hier auch immer mit diese Ideen und Ansätze reinzubringen. So, danke, Daniela. Ich habe schon einiges über Sie gehört und Sie haben jetzt einiges davon gehört, was woanders angeboten wurde. Dann wird Arbeitsmarktservice-Firma, was sagt die Studie? Was wünscht oder was wollen Sie von einem Job? Was möchten Sie gerne? Was ist so Ihr brennendes Anliegen? Oder was wollen Sie von Unternehmen? Was wollen Sie von der Politik? Ja, schönen guten Morgen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich heute auch in diesem Interview sein durfte und sozusagen in diesem Podium teilnehmen darf, in dieser Hochkarätigen-Runde. Ja, was will ich denn einen Job? Ich bin jetzt auch 50 plus. Alle, die jetzt mitbekommen haben, über den Film und auch die meine Kollegen hier. Und fühle mich aber nicht wie 50, sondern ich fühle mich viel, viel jünger, viel dynamischer und würde natürlich gerne auch wieder voll einsteigen. Ich habe nur gemerkt, dass es einfach ein bisschen schwieriger geworden ist, bei den Bewerbungen sich so zu präsentieren, wie man ist, wie man sich früher auch beworben hat. Ich habe gemerkt, dass ich da einfach nicht so rankomme an das Thema. Wie das auch im Film gesehen habe, ich habe auch die Bewerbungsunterlagen schon angesprochen, über die Recruiting-Firmen. Ich habe das jetzt auch einmal am eigenen Leib gespürt, wie das ist, über eine Recruiting-Firma. Gecastet zu werden sozusagen, wo dann heißt, ja toll, das passt alles super, man beginnt in diesem Unternehmen, freut sich auch drauf, in einem Unternehmen gemeinsam zu arbeiten mit Jung und Alt, da wurde das Projekt schon versucht, aber letztendlich hat er daran gescheitert, dass das Jugendthema doch besiegt hat. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man versucht etwas Neues zu starten, aber so ganz durchdacht ist es eigentlich noch nicht, wenn ich das so sagen darf. Manche Unternehmen bemühen sich da schon sehr, etwas zu probieren, aber ich glaube, so ganz ist es noch nicht. Kriegen Sie auf Ihre Bewerbungen Antworten? Bei manchen schon und bei manchen, wo man wirklich denkt, ja, das ist eigentlich jetzt genau das, was jetzt, da kommt dann meistens leider keine Antwort. Das enttäuscht mich dann schon sehr, weil ich mir denke, also so wie es meine Mitstreiterinnen auch machen, wir versuchen unsere Bewerbungsunterlagen mit dem Unternehmen entsprechend auch anzugleichen. Damit man sich eben mit dem Unternehmen identifiziert, schon vorab und wirklich zeigt die Bereitschaft, ich möchte da hinein. Also ich glaube, ich kann etwas Positives auch in dieser Firma bewirken und das klappt leider nicht immer. Ich habe das deswegen erwähnt, weil das ein Thema ist, das uns eigentlich seit wir arbeiten, also seit Oster begleitet und dass das jetzt wieder mehr und mehr auftaucht und das zum Beispiel zu den Bildern, zu dem Bild führt, ich werde nicht genommen, weil ich alt bin. Weil wir ja das Alter, das muss nämlich gar nicht sein, denke ich mir häufig. Vielleicht ist ein anderer Grund, aber nur zum Thema, wie kann man auch Bilder verändern? Und da wäre ein wichtiger Teil davon, zumindest auf, Frau Bilovic, was meinen Sie? Wäre das eine Möglichkeit? Ich würde ganz gerne gleich anknüpfen, weil wir lesen ja oft, also ich meine, man bewirbt sich ja nicht nur über Zeitungsannoncen, über die Medien, über Computer, über diese diversen Portale, sondern man liest dann wirklich auch so diese typischen Slogans, die ich fast in die Klischees hineindrängen möchte. Jung, dynamisch, flexibel. Was ist jung, dynamisch, flexibel? Bin ich nicht flexibel? Bin ich nicht dynamisch? Wer kann das vorab schon entscheiden, bevor ich nur überhaupt mit dem Unternehmen in Kontakt getreten bin? Ich habe das auch jetzt gehört, so in den Reihen so hinter uns, die den Film angeschaut haben, ja, Deutschland und so. Aber man kann sich nur, glaube ich, selber präsentieren. Die Unterlagen können Dynamik nicht herauslesen. Das kann ich noch so toll verpacken in einem Text. Ich glaube nicht, dass Dynamik auf dem Papier gut herauszusehen ist. Dankeschön. Ja, jetzt ist es an Sie, ich mache eine erste Runde. Wer bricht das Eis? Wer hat eine Frage? Wer möchte Anmerkungen machen? Ja, bitteschön. So, eine Analyse. Sie haben erwähnt, dass in den skandinavischen Ländern mehr Unternehmen Kolleginnen und Kolleginnen ab 50 fördern. Haben Sie da auch schon Erkenntnisse dazu, ob diese Förderung Frauen und Männer gleichermaßen bekommen? Weil mein Wissensstand ist, dass es ja auch Untersuchungen dazu gibt und dass da vermehrt Männer gefördert werden durch Unternehmen ab 50 und Frauen vermehrt einfach selber dann in Weiterbildung investieren bzw. auch dann zu diesen kriegerischen Bereichen oder eben nicht rein arbeitsmarktrelevanten
Dingen sich weiterbilden. Was gibt es da für eine Zeit dazu? Nein, leider muss ich sagen, dass ich dazu jetzt keine harten Fakten habe. Wie gesagt, die Arena-Analyse ist eine Befragung. Und unter den Antworten, die wir gekriegt haben, war dieser Satz, der dann hingewiesen hat, dass es skandinavisch üblich ist, dass es in den Köpfen typische Männer- und Frauenberufe gibt und dass man typischerweise wahrscheinlich in Männerberufe mehr investiert als in Frauenberufe. Das ist möglicherweise auch in Skandinavien nicht anders. Da haben sie vermutlich mit Software Engineering. Und das finde ich in mehrfacher Hinsicht ist das interessant, weil erstens Technik ist ein typischer Männerberuf, aber das ist aber rein, also dafür gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund. Zweitens ist Software, Digitalisierung, Computer wird typischerweise mit ganz jungen Menschen verbunden. Wahrscheinlich würden viele glauben, ja, 50-Jähriger, was versteht er schon von Apps und von. Ist aber, auch dafür gibt es keinen sachlichen Grund. Und das Dritte ist, viele Experten sind der Meinung, dass ein Studium zur Lebensmittel in Zukunft, zur Bildung, eher der Normalfall als die Ausnahme sein wird. Also, das trifft sich mit dem, was ich gesagt habe, dass man die Weiterbildung ab 50 selber in die Hand nehmen muss. Das ist wahrscheinlich auch so, dass man sich nicht auf die Firmen verlassen wird können. In Österreich, wo wir viele mittelständische Betriebe haben, in einem Konzern ist das was anderes. Das Weiterbildungsprogramm in einem mittelständischen Unternehmen ist das wahrscheinlich. Ist es schon eine Förderung, wenn man die 3 Monate Karenz kriegt, die man braucht, damit man den Kurs geht. Sich ergänzen in den skandinavischen Ländern. Aus meinem Blick heraus betreiben die halt seit mehr als 20 Jahren eine andere Form der Chancengleichheitspolitik. Und das lässt sich an 2 Punkten insbesondere messen, nämlich an der Vereinbarkeit Beruf und Familie in Bezug auf Kinder, aber auch auf Pflege. Ich meine, Sie haben es angesprochen. Ich meine, wir Frauen sind ja sonst sehr stark in dem Zyklus, zumindest in Österreich, in dem traditionellen Zyklus. Geht es um die Frage der Kinderbetreuung, ja? Dann hat man eine kurze Phase, wo man scheinbar arbeiten darf, ja? Und danach muss man sich um die eigenen Eltern etc. kümmern, also sehr stark auch in den Pflegekontext. Aus meiner Sicht ist Skandinavien natürlich insofern, als Skandinavien in diesem Bereich nicht auf Geld, sondern auf ein professionelles Dienstleistungsangebot. Ja? Ich war selber vor, ich glaube jetzt 5 Jahren in Dänemark, ja, zum Thema 24-Stunden-Pflege, ja, mit der Volkshilfe ein Projekt haben wir es gemacht, ja, das ist ja singular, wird schwer sein, so. Und damals haben wir dann mit den Dänen diskutiert über 24-Stunden-Pflege. Die haben uns nicht einmal verstanden, was wir da sagen wollten. Die haben uns angestarrt und haben gefragt, was das ist, ja, und haben gesagt, das verstehen sie nicht, ja. Wenn jemand so pflegebedürftig ist, dann müssten wir doch, so wie Sie halt, Angebote von der Wohngemeinschaft bis zum Pflegeplatz etc. haben. Man kann ja nicht für jeden Einzelnen das organisieren zu Hause. So. Oder auch die Frage, wie weit sozusagen Kinder dort, also die eigenen Töchter und Söhne verantwortlich sind, war auch sehr klar, dass es sehr viel stärker um eine professionelle Haltung gegangen ist, im Sinne von, wir wollen ein Tageszentrum, wir wollen ein Angebot schaffen. Also da, glaube ich, unterscheiden wir uns doch noch sehr von den Skandinavischen, und damit haben die nie diesen Ausstieg, damit immer höhere Frauenbeschäftigungs- und auch Männerbeschäftigungsquoten gehabt. Roland, ich glaube, du wolltest auch noch was zu dem sagen, ja? Ein paar Aspekte noch zu diesen strukturellen Unterschieden. Es gibt da mehr Dinge, gesellschaftlich Dinge anders organisiert. Gemeinden in Schweden haben ungefähr 40.000 Einwohner und die Ortsteile sind 200 bis 300 Kilometer voneinander entfernt und das regt dort niemanden auf. Die hat auch ganz andere Infrastruktur. Was noch dazu kommt, ein bisschen, die Politik versucht ja auch die Frage des Fit to Work, wie kann ich gesund lange arbeiten. Ein Aspekt, den wir diskutieren, ist das Bonus-Malus-System. Und jetzt möchte ich nicht zu den Inhalten jetzt etwas sagen, aber es ist schon merkbar, dass es Branchen gibt, zum Beispiel würde man nicht vermuten, dass die Telekom-Branche eine ist, die einen hohen Altersschnitt hat. Die hat sehr viele über 50-jährige Beschäftigte. Mag auch damit zusammenhängen, dass es noch Nachwirkungen der Post gibt, aber die behandeln ihre älteren Mitarbeiter nicht besonders gut. Also, auch wenn man sich die Branchen anschaut, da gibt es Betriebe, die haben 2% über 50-Jährige und es gibt welche, die haben 30% über 50-Jährige und die sind in derselben Branche und auch durchaus vergleichbar. Das hat jetzt gar nichts mit der Branche zu tun oder mit den Arbeitsbedingungen dort, sondern sehr viel auch mit einer Zugangsweise, einer Tradition. Und die österreichische Wirtschaft hat immer so ein
ein Konjunkturmodell, das auch sehr stark mit Ausländerbeschäftigung zusammenhängt. Es dürfte attraktiv zu sein, eine neue Arbeitskraft zu bekommen, die mir irgendwelche Dinge kurzfristig erfüllt, als in die eigene Personal zu investieren. Sei jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen pauschal, das kann man nicht auf die Waagschale legen, aber es gibt auch hier sehr viele Fragen, wie investiert drin. Wir haben zum Beispiel Betriebsberatung im Rahmen des AMS, dass man sagt, wie kann ich hier Personalmanagement, wie kann ich mit dem umgehen, Arbeitszeitformen, die längere Möglichkeit zu gewinnen. Ich bin selbst in einer Organisation über einen Altersdurchschnitt von 49, wir haben zwei, die unter 30 sind, was beim Bund keine Neuaufnahme gibt. Das halte ich für ganz schrecklich, ganz andere Gründe. Also und ich bin als Vorgesetzter immer auch vor der Frage, jetzt möchte jemand Arbeitszeit reduzieren oder das Sabbatical und ich habe immer Scheiße, entschuldige mich, dass ich sage, jetzt fehlt mir die Arbeitskraft. Aber ich bin dann immer geschwind um die Kunden und sage, ich mache das lieber, weil dann kann die Kollegin oder der Kollege hoffentlich auch bis 60, 65 arbeiten. Und dass ja auch was sich geändert hat, die Einstellung der Kollegen wegen Aufnahmeabort, bis 60, hoffentlich schaffst du das irgendwie, dann noch besser geht früher, was diese Einstellung an sich. Und das ist auch so, und das ist auch gut so, dass die Betroffenen arbeiten wollen oder Frauen, deren Pensionsalter ja formal 5 Jahre unterschiedlich ist, aber tatsächlich hängt es gerade bei 1 oder 2 Jahren, das hat auch mit Kinderbetreuungslücke zu tun und ähnlichen Dingen, gar nicht zu fragen. Aber die Frage der Infrastruktur in Frankreich, das hier die Fortschritte war, das war de Gaulle, der ein sehr flächendeckendes Kinderbetreuungsmodell gemacht hat. Und da, dort ist es üblich, dass Frauen hohe Erwerbsbeteiligung haben. Und es gibt auch hohe Geburtenraten. Und da ist man nicht eine böse Frau, wenn man die Kinder in die Betreuungseinrichtung nimmt, sondern dort ist das ganz normal, das ist eine Ideologie. Genau, Frau Kernstock, ich hätte gern, dass Sie was sagen. Hallo, passt. Es ist so, dass dadurch, dass wir sehr viele Jungwissenschaftler am Campus haben, die auch am Campus leben, das heißt Arbeiten und Leben verschwimmt mit Familie, müssen wir natürlich ein großes Angebot bieten, um auch international wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, wir nehmen ja wirklich hier in Österreich auf unserem Institut nur die exzellentesten Wissenschaftler auf. Also die werden wirklich auf Herz und Nieren geprüft und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, auswählen zu können. Das heißt aber, wir müssen mit internationalen Universitäten wie Harvard, wie Cambridge, Oxford, Stanford, wir müssen mit denen mithalten können. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Gasthaus am Campus, wir haben eigene Apartments am Campus, wir haben einen eigenen Kindergarten am Campus. Ja. Die Zukunft, da gebe ich Ihnen recht, ist aber die Kinderbetreuung, sage ich mal, vorsichtig von 0 bis 1 Jahre, weil das ist das, was uns international im skandinavischen Raum natürlich vorgesetzt wird, in den Niederlanden, in Amerika. Das heißt, man muss zumindest das Angebot schaffen, ja, dass die bei uns zum Beispiel die Wissenschaftler die Möglichkeit haben, das in Anspruch zu nehmen, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich sage mal, man kann dazu persönlich stehen, wie man möchte, ja, also ich habe dazu auch eine persönliche Meinung, die ich hier aber nicht äußere, aber trotzdem sind wir gefordert, um mithalten zu können, zumindest dieses Angebot zu bieten. Und dann kann jede Frau, jeder Mann, alle Eltern selber entscheiden, ob sie das in Anspruch nehmen wollen. Was wir auch gemacht haben, wir haben das Audit Beruf und Familie hinter uns gebracht, 2014. Wir sind jetzt zertifiziert als familienfreundlicher Betrieb, haben das Basiszertifikat bekommen und müssen jetzt in den nächsten 3 Jahren Maßnahmen umsetzen, die noch stärker die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen und dann sozusagen das Abschlusszertifikat zu halten. Also bei uns ist wirklich ein ständiges Arbeiten an diesen Familienthemen. Das heißt, kann man das so sagen und wie stehen wir dazu? Ist Generationenmanagement eigentlich lebensphasenorientiertes Vereinbarkeitsmanagement? Ja, das würde ich so sagen. Also ich glaube, wir haben ja auch gesehen, die Modelle, die wir entwickelt haben vor 2 Jahren zum Thema Vereinbarkeit, Kind und Familie, Karenzmanagement dieses Namens, haben wir mit Betrieben entwickelt, ausführlich ausgetestet und so weiter, implementiert in verschiedenen neuen Organisationen und Unternehmen, hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich geht es ja nicht nur um das Kinderthema. Also das nächste war dann das Bildungskarenzthema, Auszeiten, die ich machen möchte, um mich weiterzubilden. So wenn ich sind gerade gefallen. Und jetzt das neuere Thema ist das Thema Pflege, dass wir einfach immer mehr mit Kundinnen auch konfrontiert sind. Bei uns kommen diese Entwicklungen immer aus den täglichen Bedarfen, die wir sehen in der arbeitenden Frau. Dass Pflege einfach massiv zunimmt und dass einfach auch dafür überlegt werden muss, wie kann ich Modelle entwickeln, die auch das abfedern, die auch das möglich machen. Und was wir auch sehen in der Arbeit mit den Frauen, das nimmt, ich würde sagen, über alle Generationen zu, ist das Thema psychische Belastung. Das wird ständig mehr. Immer mehr Frauen gibt es mit Burnout-Erfahrungen.
schauen, wie können Personen gesund arbeiten. Das geht meistens nicht mit 60 Stunden die Woche. Welche Modelle sind möglich? Aus Gender-Perspektive muss ich sagen, müssen wir uns auch die Verteilung von Arbeit generell und die Verteilung der unbezahlten Arbeit anschauen, damit nicht einzelne Personen in die völlige Überlastung kippen. Also da glaube ich wirklich, dass diese neuen Entwicklungen wirklich parallel ganz, ganz viele Herausforderungen und Problemlagen bearbeiten können. Und ein weiteres Thema vielleicht noch ganz kurz. Wir haben auch Frauen in der Beratung, die viele, viele Jahre in einem Betrieb waren und dann doch Entwicklungen nicht mitgemacht haben. Das kann dann klassischerweise im IDKT-Bereich sein, muss nicht sein, aber kann sein. Und ich einfach nach wie vor glaube, dass Bildung einfach ganz, ganz essentiell ist. Und Studium in der Lebensmitte, ja, sehr gut. Und ja, die KMUs haben wir natürlich strukturell drin in Österreich, aber größere Unternehmen müssen sich unter betrieblicher Weiterbildung einfach auch einiges einfallen lassen und auch sich überlegen, wie kann ich die Lernsettings und wie kann ich die Lernorte gestalten, dass es auch attraktiv ist, gerade für Personen 50 plus, die sehr, sehr oft sehr negative Lernerfahrungen von der Schule noch mit sich bringen und die eine gewisse, naja, Distanz vielleicht mal haben. Und wir haben auch da schon ganz, ganz spannende Projekte gemacht mit zum Thema Lernen 50 plus, wo es uns sehr gut gelungen ist, die Lust und die Neugier und die Motivation der Frauen zu wecken, weil Lernen einfach ganz, ganz anders sein kann und gar nichts mit Schulerfahrungen zu tun haben muss. Schön. Frau Bekovic, wie halten Sie es mit der Bildung? Aber ich jetzt Frau Bekovic. Ja, ich halte es sogar sehr für, es ist für sehr wichtig, sich auch im Alter 50 plus weiterzubilden und generell eigentlich nicht irgendwo stehen zu bleiben, sondern, wie Sie richtig gesagt haben, Schule war früher nicht so attraktiv wie heute natürlich, ist keine Frage, weil es ganz andere Möglichkeiten gibt. Aber ich bin auch der Meinung, es kommt immer auch auf den an, der das vermittelt, wie interessant er das gestaltet und die Leute dann mitreißen kann in den Themen. Aber ich bin sehr wohl der Meinung, dass man im Berufsleben nicht irgendwo stehen bleiben sollte, sondern immer wieder ein Update, so wie man seinen Computer jetzt bearbeitet, immer wieder ein Update auch machen sollte. Also ich wäre schon sehr dafür, ja. Sehr schön. Herr Ostowitsch, ja, wir haben vor kurzem gar nicht zu tun in Deutschland mit einer Veranstaltung, die ist Weltmarkt für einen Kongress, das ist mein früherer Arbeitgeber, Wirtschaftswoche veranstaltet das. Und eine gute Idee, weil in Deutschland gibt es so ähnlich wie in Österreich, jetzt sehr viele Betriebe, die zwar mittelständisch sind, aber in ihrer jeweiligen Nische zu den Weltmarktführern gehören. Da wurde auch eine Studie dazu erstellt, was macht eigentlich einen Weltmarktführer aus? Und mir läuft dann unter den Kennzahlen, war auch dabei, Weltmarktführer geben ungefähr um 15% mehr für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus als der Branchendurchschnitt. So einfach ist das. So einfach wäre es, genau. Petra. Ihr macht ja auch viele Schulungen und Bildung im weitesten Sinn, Beratung und Unterstützung seitens des Arbeitsmarktservices. Und wir haben schon so immer wieder die Rückmeldung auch als Unternehmen, dass ja gerade Menschen, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht nicht ganz so bildungsaffin sind. Das ärgert mich immer besonders, weil das erstens mal nicht unsere Erfahrung ist und zweitens, weil man die Bildung so schlecht redet. Weil Bildung hat ja viel, viel, viel mehr Kraft noch, unter Anführungszeichen, als beruflich voranzukommen. Aber was kann arbeitsmarktpolitische Schulung, Beratung, Orientierung den Menschen und den Unternehmen bieten, deiner Meinung nach? Ja, aus meiner Sicht stehen wir in der Frage der Bildung, sage ich, an so zwei Schnittmengen. Die eine Schnittmenge ist die ganze Frage, was brauchen Sie heutzutage, was ist wirklich Basisbildung? Ja, was sind Grundkenntnisse, die Sie können und kennen müssen? Und da sehen wir einfach die Herausforderung, und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja, das trifft für viele junge Menschen mehr zu, wie für ältere Menschen, ja, dass die Frage ist, können Sie das, was jetzt als Basis definiert wird, bringen Sie das tatsächlich mit und beherrschen Sie das? Ja? Das heißt, da rede ich von Deutsch können, von Englisch können, von Mathematik, rechnen können, vierte Hauptschulabschluss oder Mittelschule. Da reden wir von Computerkenntnissen und hier auch wirklich erweiterten, muss man sagen, weil die Welt, oder was man sich von Ihnen, von uns und von jungen Menschen erwartet, was sie in dem Bereich können müssen, ist ein gestiegener Bedarf. Ja, das heißt,
EDV und alles rund um, wie bediene ich mein iPad, mein iPhone und alles, was dazugehört, sind Grundkenntnisse inzwischen. Ja, es wird Sie sonst jeder mal mehr unverständlich anschauen, wenn Sie das nicht mehr beherrschen. Das ist so der eine Block, wo wir ja sehr viel an investieren und natürlich, da sind wir uns, glaube ich, einig, sehr viel an Reparaturarbeit für die Schule machen, weil die Schule hier es nicht schafft, ohne ich jetzt die Lehrer beschimpfen, ich sage, die haben es schwierig genug, ja, ich möchte keine sein, aber man muss einfach vom System her sehen, die Jugendlichen kommen aus den Systemen heraus und beherrschen das nicht. Insofern investieren wir sehr viel an Weiterbildung in dem Bereich. Wir investieren dann an Weiterbildung, sage ich, alles, was zu einem Lehrabschluss führt, ja, wo wir sagen, es ist notwendig, einen Abschluss zu haben. Auch darüber kann man diskutieren. Man erlebt immer wieder jetzt so Diskussionen wie, na, bringt es das überhaupt? Und dann werden ja alle höher qualifiziert und die anderen sind mir trotzdem nicht weniger. Ich kann Ihnen nur mitgeben, jeder Abschluss bringt es. Jede Ausbildung, die Sie haben, reduziert Ihr Risiko, arbeitslos zu sein, erhöht Ihre Chancen, auch immer wieder einzusteigen, ja, also schafft eine Perspektive für die Verteilung von Arbeit. Und insofern kann man hier nur Bildung, Bildung, Bildung plädieren. Und der dritte Punkt ist, dass ich denke, alles, was wir dann tun, sobald Menschen Ausbildungen haben oder sich sozusagen mit 50 plus qualifizieren wollen müssen, da erleben wir sehr stark, dass es halt eine Frage ist, erkenne ich den Sinn darin? Ja? Also je älter Sie sind, desto mehr wollen Sie auch wirklich wissen, warum lerne ich das? Ja? Also es ist nicht nur Lernen und das Lernen willen, sondern es ist sozusagen stärker verbunden damit zu sagen, ja, wenn ich das mache, erhöhe ich tatsächlich meine Chancen am Arbeitsmarkt, beziehungsweise auch die Form und die Möglichkeit, wie kann man sich hier mit Lernen auseinandersetzen, weil natürlich da viel negative Schulerfahrungen kommen. Und auch in dieser Altersgruppe muss man sagen, jetzt rein, wenn wir uns anschauen, wer ist betroffen, dann muss man sagen, da haben wir auch eine große Bandbreite. Ja. Wir haben 50 plus Akademikerinnen, ist da keine Zahl, sind von den vielen, die ich genannt habe, 1900. Aber ich habe auch viele Menschen, ja, die auch hier sozusagen die Basisbildungskenntnisse nicht haben. Insofern glaube ich, je älter sie sind, desto spezifischer müssen wir in der Bildung werden. Ja, und da glaube ich, haben wir noch einmal einen Bedarf, auch nachzudenken, wie schaffen wir das tatsächlich, um jeder Anforderungsgruppe gerecht zu werden. Ja. Ich würde gerne noch einmal meine Chefin ergänzen, nämlich weiß das AMS Wien, überhaupt das AMS Österreich, dass Frauen noch einmal mehr von Qualifizierungsangeboten für vom AMS Wien mehr profitieren als Männer und es auch gerne annehmen grundsätzlich. Es gibt ja auch spezielle Frauenförderangebote im AMS Wien, ganz speziell. Ich wollte aber vorhin auch noch die Daniela Schallert ergänzen in ihrem Statement, nämlich von wegen Belastetheit, dass wir merken, dass es mehrfach belastete Menschen gibt. Das merken wir im AMS Wien genauso klarerweise ganz, ganz stark. Es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer und vor allem es sind nicht nur ältere Menschen, es sind auch junge Menschen davon betroffen und zwar in zunehmendem Maße. Also insofern merken wir wirklich, dass diese Zielgruppen nicht so weit auseinander liegen, wie der Herr Ostrich auch schon gesagt hat. Ich würde mal meinen, dass auch die 50-plus-Zielgruppe, die im Berufsleben steht, sehr wohl noch einmal stärker beweist. Wir haben eine extreme Entwicklung im IT-Bereich, in der Telekommunikation miterlebt, mitgetragen, haben mitgelernt, haben uns anpassen müssen. Also soweit zum Thema Flexibilität. Ich glaube, die Jungen, die werden jetzt groß damit, die erleben es und leben es ganz anders, ganz klar. Wir haben möglicherweise einen anderen Zugang, aber tatsächlich umsetzen und mitlernen und mittragen müssen wir es genauso. Und ich glaube, es gibt uns alle, das Podium gibt uns recht und zeigt eigentlich, wie es ausschaut in der Praxis. Noch etwas dazu sagen. Also unsere Erfahrung als die Austria ist wirklich, dass wir haben eine Arbeitspsychologin am Campus, ja, und ohne jetzt irgendwelche vertraulichen Daten einen Preis zu geben, das sind jetzt schon hauptsächlich die Jungen, aber wir haben auch mehr Junge, die also dort regelmäßig vorstellig werden, gerade die jungen internationalen Wissenschaftler, die in einem fremden Land sind, ja, dann bei uns Englisch ist eben unsere Campussprache, also die haben wirklich einen sehr starken Druck, auch mit Publikationen, mit PhD zu machen.
Also das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, dass ein arbeitspsychologisches Angebot oder Angebot für alle Generationen sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und ich wollte auch vorher noch was sagen, ich glaube, den einzigen Vorsprung, der mir eigentlich bewusst ist, den die Generation X und Y jetzt sozusagen uns gegenüber hat, ist die Sprachen. Die wachsen also sozusagen mit Englisch in einer Selbstverständlichkeit auf. Ja. Das haben wir uns alle noch sehr schwer erarbeiten müssen. Ja. Und jetzt dadurch, dass wir sie multilingual haben, weil wir sie im Ausland gelebt haben, mehrsprachige Eltern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines der Key Findings, wo ich sage, das würde ich gerne mitgeben, dass unsere Generation wirklich schaut, dass sie das Englisch noch vertieft und verbessert. Denn ohne den geht es heutzutage fast schon gar nicht mehr. Ja? Und das sehen wir auch zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen, ist oft nur das Englisch ein Thema und nicht das Alter. Ja? Und wir reden den Leuten dann zu und auch den Jungen, zum Beispiel meine Lehrlingsausbildung implementiert vor 2 Jahren. Und da gab es dann auch Lehrlinge, die wirklich halt nicht einmal einen Satz auf Englisch ausgebracht haben. Jetzt haben wir aber Campussprache Englisch. Wir haben 50 verschiedene Nationen am Campus. Das heißt, wenn ein Lehrling angesprochen wird, muss der zumindest irgendwas sagen können. Ja? Und da waren wir inflexibel, da haben wir gesagt, dann haben wir noch rausgeschickt und gesagt, jetzt schaust du 14 Tage nochmal den Englischbuch an und das werden wir nachher fragen, du musst uns das erzählen können. Also wie gesagt, meine Botschaft wäre wirklich, zumindest Englisch vertiefen, verbessern, sich drüber trauen, ja, weil das, damit man da sozusagen keinen Nachteil gegenüber der jungen Generation hat. Danke. Bevor ich zur kurzen Schlussrunde komme, noch eine Chance an Sie. Gibt es noch Fragen, Ergänzungen? Gerne. Nein? Dann ist mein Schlagwort, was möchte ich noch mitgeben? Oder meine Frage an Sie, was werde ich morgen anregen, morgen tun? Oder was möchten Sie mitgeben? Darf ich mit Ihnen beginnen? Ja, was möchte ich morgen mitgeben? Also ich möchte meine Mitstreiter sozusagen, die auch jetzt in meiner 50-Plus-Gruppe dabei sind, auf alle Fälle eines raten, bleibt authentisch, versteht euch nicht, sondern bleibt einfach ganz natürlich so, wie ihr seid. Also wir werden das auch mit dieser Art weiter schaffen, weiter durchzukommen. Ich werde natürlich alles dazu tun, mit Weiterbildung, soweit die Möglichkeiten bestehen, uns da auch noch weiterzubilden, falls da irgendwo noch etwas fehlt. Aber ansonsten einfach positiv bleiben und einfach sich nicht unterkriegen lassen und trotzdem dynamischer an der Arbeit zu übertragen bleiben, weil ich glaube, wir gehören trotzdem dazu. Dankeschön. Wir werden weiterhin auf allen Ebenen arbeiten, um durch die Gleichstellung und Generationengerechtigkeit was weiterzubringen. Das ist immer die individuelle Ebene. Ich freue mich sehr, dass so viele vom FBZ-Team-Team da sind. Es sind 19 Kolleginnen insgesamt, der Großteil ist da. Es ist ein sehr multiprofessionelles Team und das brauchen wir auch. Denn nur wenn wir mit den Herausforderungen, die Frauen mitbringen, ganz individuell und nützlich arbeiten, bringen wir sie weiter. Und dann werden wir mit den Betrieben intensiv weiterarbeiten, weil ich möchte, dass Bildung im Betrieb, betriebliche Weiterbildung, auch die Frauen noch mehr involviert, die Generationen das anbietet, von der Basisbildung, die gerade im IKT-Bereich für ältere Frauen schon ein Thema ist, das machen wir auch selber im Haus, aber auch in den Betrieben, aber auch formale Abschlüsse, das ist ganz, ganz breit gefächert und da muss man schauen, was es braucht und die Arbeitszeitmodelle, und neue Führungsmodelle ermöglichen nämlich auch zum Beispiel Generationentandems. Ein geteilter Führungsjob mit einer jungen oder einer älteren Person ist perfekt, glaube ich. Auch das werden wir weiter vorantreiben und dann wird sich hoffentlich was bewegen. Dankeschön. Ja, also ich bin ja in einer Branche tätig, die für uns von der Definition her ältere Menschen erfordert, weil ein 30-Jähriger, der vor 4 Mineraldirektoren sitzen und erklärt, was sie tun sollen, wird, selbst wenn er das Know-how hat, nicht akzeptiert werden. Was ich tun kann in meinem Beruf, ist Bilder verändern und auf die Wahrnehmung von der Realität einwirken. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man zwei Wahrnehmungen weiterhin verändert. Das eine ist, dass eben Menschen
nicht alt sind, wenn sie die magische Grenze von 50 überschreiten. Und zweitens, dass es für Europa insgesamt, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, immer wichtiger wird, die Qualifikation und die Erfahrung und das Know-how der Mitarbeiter. Also ein Unternehmen kann nur so gut sein wie seine Mitarbeiter. Und wenn das mal in den Köpfen drinnen ist, dann haben wir dieses Kostendenken ein bisschen nach hinten gerückt. Und daran mitzuwirken, glaube ich, da kann ich was versuchen. Es ist eigentlich schon so viel gesagt worden, da möchte ich nur mehr ergänzen. Ich glaube, für unsere Generation 50 plus ist es wichtig, dass wir unsere Arbeitsfähigkeit erhalten. Das heißt, auf unsere Gesundheit schauen, ja, uns weiterbilden, offen bleiben für Neues und auch sehr selbstbewusst auf die Jungen zugehen, weil wir haben was zu bieten. Ja. Wir haben viel Erfahrung, wir haben Wissen, wir können das teilen mit ihnen, wir können uns sozusagen ergänzen in diesem generationenübergreifenden Arbeitsleben. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken, weil wir sind auch noch gefragt. Ja? Denn wie gesagt, ohne uns, wir haben die Basis geschaffen, dass die Jungen heute so sind, wie sie sind. Ja? Und ich denke mal, unser Stellenwert sollten wir auch erkennen und uns nicht verstecken. Ja? Und ich finde, das sind die Damen von dem Video ein sehr guter Best-Practice-Fall. Und ja, das kann man sich immer wieder anschauen, wenn man mal ein bisschen in Depressionen oder in negatives Einhalten versinkt. Ja? Dass man sagt, ja, sie schaffen es auch, uns etwas Positives zu vermitteln. Ja? Danke dafür. Ja, wir sind eine Organisation, wir müssen sonst so ein Thema weiterarbeiten. Was nehme ich mir insbesondere mit? Ich habe gedacht, ja, unser Beitrag muss auch verstärkt in die Richtung gehen, mit Organisationen wie mit euch, andere Bilder zu transportieren. Wir sind eingestiegen beim 70-Jährigen, der da läuft, rudert, mich am Radfahren überholt. Ja. Das heißt, auch zu sehen, dass alle Menschen, die 50 plus und älter sind, nicht nur sportlich noch sehr aktiv sein können, nicht nur politisch sehr aktiv sein können, nicht nur, und das halte ich auch für ganz wichtig, wir sind alle ganz wichtige Konsumentinnen der zukünftigen Jahre, ja, sozusagen nachdem wir, wie du es ja gesagt hast, eine Großteil der Bevölkerung darstellen werden, sind wir ganz wichtige Konsumentinnen und werden auch ganz viel damit auch in diesem Land de facto als Konsumentinnen mitbestimmen können. Und in dem Sinn möchte ich noch einmal mitnehmen, dass ich sage, es muss uns gelingen, das, was Sie im Film präsentiert haben, noch viel stärker rüberzubringen. Was heißt 50 plus, wie schauen wir aus, ja? Was können wir alles, was tun wir alles? Und wie gesagt, nicht nur am Radfahren in der Freizeit oder einkaufen, sondern eben auch am Arbeitsleben ganz aktiv teilnehmen. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste auf dem Podium. Schön, dass Sie da waren, so viel eingebracht haben. Und Ihnen danke ich dafür, dass Sie ein bisschen länger ausgeharrt haben, dass Sie gekommen sind. Und ich lade Sie heute schon einmal ein, bei unserem nächsten Business-Frühstück dabei zu sein. Das Thema haben wir noch nicht, aber uns fällt sicher was ein. Beziehungsweise vielleicht haben wir wieder ein Jubiläum zu feiern gemeinsam. Danke auch an das Arbeitsmarktservice für das langjährige Vertrauen in uns. Ja, gemeinsam, das haben wir auch gestern bei einer großen Veranstaltung gehört, es ist notwendig, mehr und mehr kooperativ zu arbeiten und weniger in der Konkurrenz. Vielleicht darf ich doch kurz sagen, und weniger Gewinnmaximierung, mehr Gemeinwohlmaximierung bringt sowohl Wirtschaft wie auch Menschen in eine gute Zeit und wir können gut in die Zukunft schauen. Dankeschön, bleiben Sie noch da. Es gibt noch was zu trinken und zu essen und ein Kleinigkeit zumindest. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und kommen Sie gerne wieder. Dankeschön. Ist die Tür hier schon? Ah, ja.